Ja, und weiter geht's hier mit Baldur's Gate 3 und wir sind mitten in unserem ersten kleinen Dungeon. Was heißt mittendrin? Wir starten hier gerade. Wir sind immer noch unter der City und haben hier die kleine Goblinfrau befreit. Und tja, jetzt müssen wir auch irgendwie rauskommen aus der City. Und ich hoffe, wir finden den Weg durch diese Höhle. Ja, legen wir los. Wir hatten beim letzten Mal hier schon ein wenig erkundet, also bevor wir rumgelaufen sind. Hier gibt es so eine Rune, vielleicht können wir die sogar rausbauen und oben an diesem Druidenschrein einbauen. Hier sind wahrscheinlich Gegner und hier war auch irgendwo was. Das war's. Das hier. Wächterstatue. Scheint mir auch ein bisschen nicht zu sein. Müssen wir erstmal testen, ob die irgendwie feindselig ist, aber man kann sie anscheinend angreifen. Da müssen wir uns jetzt auf jeden Fall vorsichtig ranschleichen. Und bevor wir reingehen, ich glaube, ich verteile nochmal eine Runde Heiltränke, damit wir uns mal wieder so ein bisschen hier auffrischen. Und damit das auch richtig weitergeht hier. Wir haben hier 7, da einer, da 2 und so weiter. Also, das kriegen wir doch bestimmt aufgeteilt, damit wir hier jetzt alle 3 Stück haben. Perfekt, dann passt das doch. So, und dann schlucken wir uns erstmal jetzt alle schön den Trank. Und dann lübt das. Getränk? Jawohl. Nee. Auch er? Nee. Sie? Jawohl. Dann Getränk er. Hätte ich gar nicht aufteilen müssen. Und bei ihr auch noch. Okay, sind alle wieder richtig fit. Das heißt, die Heiltränke 2d4 plus 2. Also die heilen schon richtig gut rein. Wir könnten alle ableveln. Müssen wir auch bald machen. Aber noch haben wir ein bisschen Zeit. Noch können wir ein bisschen metzeln. Also speichern und wir legen los. Stopp, ich wollte hier mit ihm vorgehen. Und ich würde sagen, ganze Gruppe schleichen. Das ist doch schon mal gut. Schleichen nicht alle? Wow, 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 wow. Leuchtende Augen. Haarsträubend, offensichtlich. Irgendwas von einer Trap. Robust. Okay, das Ding sollten wir vielleicht angreifen. Das sollten wir vielleicht angreifen. Ich bleib mal hier stehen. Jetzt bin ich gespannt. Schieß das Ding zurück. Ich mach da überhaupt keinen Schaden dran. Tja, wie können wir denn noch? Die wäre mit Nahkampf. Fernkampf. Naja, jetzt will ich auch nicht hier alles rausjubeln, was er hat. Zähigkeit. Einige Objekte sind ungewöhnlich robust. Genug Schaden auf einmal, um sie beschädigen zu können. Kältestrahl. Ich werde wahrscheinlich gleich einfach neu laden, ne? Immun gegen Feuer. Also, irgendwas. Jetzt habe ich hier alles rausgejubelt, ne? Habe ich denn noch? Kann ich denn noch? Kann ich immer noch. Irgendwie kann man das Teil angreifen, aber irgendwie ist es auch mega robust. Von daher werden wir da jetzt einfach... Komm hier, alle mal in die Knie. So, jetzt wird geschlichen. Vielleicht kommen wir an der Wächterstatue vorbei.
Vielleicht auch nicht. Lauft! Alter, du kannst es dir nicht ausdenken. So, zweiter Versuch. Diese hinterhältige Wächterstatue, wie kommen wir denn da dran jetzt? Das ist ja ein Dingen. Pass bloß auf. Ob wir uns hier einfach im Dunkeln langschleichen können? Ich glaube nicht, ey. Können wir das Ding hier betätigen und es damit ausmachen? Das wäre vielleicht was. Warte mal, haben wir nicht hier den Mage mit diesem Mage-Griff? Die mit Objekten interagieren kann. Stopp! Stopp! Alter, nächster Versuch. Normal bin ich ja kein Freund davon, das immer und immer wieder zu versuchen, bis es klappt. Aber wenn ich die Technik einfach noch nicht begriffen habe und es daran liegt und nicht an der Entscheidung, an der schlechten, dann ist das doch, glaube ich, was anderes. Also, probieren wir es nochmal. Wir haben das entdeckt. Carefully. Wir machen mal aus. Er geht mal nur so ein bisschen noch vor. Das Ding leuchtet schon rot. Jetzt hat's geklappt. Jetzt hat's geklappt. Jetzt war ich schnell genug. Die Hand hingezaubert. Ausgewählt. Ich dachte erst, der rennt da jetzt hin. Nee, ich habe mich bloß beim letzten Mal verklickt. Das Ding ist aus, sie leuchtet nicht mehr, die Statue. Wächterstatue ist aus. Perfekt. Und irgendwie meckern die da vorne rum. Was haben wir hier? Da ist Wasser. Mit wem quatschen die denn da? Ist da oben? Ah, hier ist noch, hier steht noch jemand. 1, 2, 3, 4 Stück. Okay. Okay, okay, okay. Das Ding kann was werfen. Und es hat sich aufgelöst. Cooles Ding. Also, jetzt wieder hier als Gruppe vereint. Zack, ich speichere direkt nochmal. Und als Gruppe. Umschalt C und wir können schleichen. Und wir können uns hier vorsichtig aufbauen. Die Frage ist, was machen wir mit der Goblinfrau? Wird die zu den überlaufen oder nicht? Ich hoffe einfach mal nicht. Ich lasse die mal weiter nach vorne hier. Oh, die rennen sofort alle immer, ne? Ich löse das nochmal auf hier. Also, sie bleibt jetzt gerade hier. Ich sollte vielleicht gleich initiaten. Oh, was ist das? Wollte ich gerade Taschendiebstahl machen bei mir selbst? Smart. Als Schurke bleibe ich hier so ein bisschen versteckt. Als, Heilerin bzw. Melee gehen wir nach da vorne hin. Andere Melee geht nach da. Schon wieder. Und da sind wir aufgedeckt. Heimlichkeit, okay. Ich glaube, es sind immer noch welche versteckt. Rettungswurf, Heimlichkeit fehlgeschlagen. Verdammt, entdeckt worden.
Badadadam. Okay, wir legen los. Wir können bestimmt Bogen schießen. 65%. Was ist das? Ein Wasserfass. Haben wir was von Wasser? Nee. Fehlgeschlagen, verdammt. Bleibt aber hier in der Position. Jetzt sind aber gleich erstmal die ganzen Goblins dran. Oha. Drei Stück sind dran jetzt. Okay. Fehlgeschlagen, nice. Eine haut ab, okay. Nochmal fehlgeschlagen. Oh, das ist gut. Das ist nicht gut. Säurepfeil. Da müssen wir gleich sofort raus. Stellt sich aber mitten rein in die Gruppe. Das ist natürlich sehr angenehm. Wir hauen ihm einen auf die Rübe, dass er zwei Züge lang benommen ist. Rettungswurf. Gelungen. Verdammt. Ich könnte ihn schubsen. Kann ich ihn noch schubsen? Ich kann ihn noch schubsen. Athletisch erfolgreich. Alter, wie ist er drauf, ey? Er ist ja robust. So, jetzt ist aber sie dran. Und sie ist auch stinksauer, sag ich dir. Ohne Waffen. Soll ich ihr eine Waffe geben? Kann ich ihr nicht, ne? Inventory. Kann ich jetzt so nicht öffnen. Sie haut ihm hart einen auf die Fresse. Aber sie muss erstmal aus der Säure raus. Einen Schaden. Okay, das ist schlecht. Sie braucht auf jeden Fall gleich eine Waffe. Schubsen. Jawohl, umgekickt. So. Und sie geht weiter nach hinten. Und dann müssen wir gleich mal gucken, dass wir ihr eine Waffe geben. Next. Oh, fehlgeschlagen. Wieder Glück gehabt. Glück gehabt. Astrales Wissen, das brauchen wir alles nicht. Anstürmen brauchen wir auch nicht. Brauche erst wieder Rast. Hauptangriff, okay. Alter, er hat richtig bekommen. Und er ist direkt platt. Sehr nice. Und wir können noch springen. Das heißt, sie springt mal da so hin. Das ist, glaube ich, ein bisschen in Deckung vor den Schützen. Damit sie danach aber auch wieder angreifen kann. Jetzt ist er dran. Er muss auf jeden Fall mal hier raus. Was haben wir noch? Kältestrahl. 1 bis 8, 1 bis 10. 12 Leben, 7. Im Idealfall ist er weg. Toi, toi, toi. 6, ein Lebenspunkt. Er springt auch aus der Grütze raus. Soweit er kann. Und damit sind wir durch. So, kann ich jetzt Inventory? Kann ich ihr einen Goblin-Säbel geben? Nein. Ich kann ihr nichts geben. Den Bogen? Auch nicht. Tja. Dann halte ich mal schön zurück, Alter. Ich weiß gar nicht, was die kann. Kann die überhaupt was? Die boxt halt hier jetzt gerade nur rum, ne? Auch wieder fehlgeschlagen. Holla, ey. Das wird aber langsam zur Gewohnheit, ey. So, ab in Deckung. Oha, den Mage wieder hart getroffen. Da zum Glück fehlgeschlagen. So, wir müssen mal nach vorne. Soweit es geht irgendwie. Klerikerin auch nach vorne. Und jetzt machen wir... Heilige Flammen. Und er ist verbrannt. Hier ist immer noch eine obendrauf.
So, sie macht nichts. Sie kann was werfen. Habe ich irgendwas hier zu werfen? Nicht wirklich. Rückzug. Improvisierte Nahkampfwaffe. Lol. Improvisierte Nahkampfwaffe ist ja gut, ey. Einfach den Tisch nehmen oder was? Nee, geht nicht. Versteck dich einfach. Gut ist. Okay, fehlgeschlagen. Hat auch hart daneben geschossen. Ah, muss sein. So, jetzt kommen wir aber hier nochmal raus. Nein, falsche Richtung. Och nö, ich dachte, ich wäre mit ihm hier dran. Ah, wieder nicht aufgepasst, siehst du? Okay, wenigstens mal ein bisschen draufgehauen. Direkt wieder nach vorne. Wer ist denn jetzt dran? Jetzt ist der Mage dran, okay. Feuerpfeil. Ignis, immerhin. 5 Damage. Auch weiter nach vorne. Springen. Nö. Nö. Ja doch, gehen wir mal nach da. Hätte wahrscheinlich auch rennen können, ne? Aber springen ist einfach cool. So, jetzt bin ich hier mit einem kleinen Schurken nochmal dran. Hinterhältiger Angriff, Fernkampf. Komme ich nicht dran. Wir machen einfach den normalen. Wieder fehlgeschlagen. Irgendwas stimmt nicht mit ihm. Ich muss mal gucken, ob die Waffe irgendwie nicht richtig geeignet ist. Irgendwie kommt er damit nicht klar. Irgendwie kommt er damit überhaupt nicht klar, ja. Oha. Oha. Feuerpfeil. Fünf Damage. Okay, sie ist schon fast platt. Springt vor. Steht ihm jetzt direkt vor der Nase. Sie macht nichts. Pfeil. Verdammt, ey. No time to waste. No time to waste, ist so. Ihm jetzt gleich aufhelfen. So, kriegen wir ihn jetzt hier weggeschossen? Kriegen wir. Kriegen wir ihm noch hochgeholfen? Kriegen wir nicht. Ich glaube, ein, zwei Runden hält er gerade noch aus. Ach komm, Alter. Schon wieder fehlgeschlagen? Aufhelfen, ihm. Jetzt wird er hoffentlich nicht nochmal direkt umgekickt. Komm, Alter. Yes. Alter, fieses Dingen. Viel Leben wieder vergeudet. I'm ready. Whatever it takes.
Direkt nochmal zwei Heilpots rein zwiebeln. Krass, krass, krass. Richtig, richtig krass. Aber es gab auch gute XP-se wieder. Hammerhart. So, hier liegt einer rum. Der lebt sogar noch. Aufheben kann ich ihn nicht. Heilen kann ich ihn auch nicht. Nee, jetzt nicht. Nee. Ich wollte dich anquatschen. Kannst du irgendwas machen mit Heilen? Göttliche Führung? Sie hat halt einfach alle schon rausgejubelt, ne? Kleriker. Was ist denn tanzende Lichter? Oh, das habe ich gar nicht drin. Er leuchtet einen Radius von 10 Züge lang. Was ist denn, wenn wir einen Heiltrank, können wir ihm einen Heiltrank geben? Untersuchen, Taschendiebstahl, reden. Werfen, untersuchen. Ein Lebenspunkt. Leichtfuß, Halbling. Bewusstlos, okay. Leichtfuß, Halbling. Ich habe aber nicht sowas wie Verbände oder sowas. Oder habe ich sowas? Ich meine, was wir jetzt natürlich nach dem ganzen Hin und Her, jetzt probiere ich hier die ganze Zeit schon rum, was wir natürlich machen könnten, wäre, oh, hier ist nochmal so ein Ding, wäre vielleicht, dass wir einfach eine Runde rasten. Kurze Rast. So. Aber ich glaube, die kurze Rast, ja, die hat jetzt hier nicht die Spells wieder regeneriert, oder? Doch, manche. Manche wieder. Aber nicht sowas wie Wunden heilen. Dann machen wir einfach mal eine Runde Taschendiebstahl bei ihm, oder? Ist ja eh K.O. Schlüssel der Uralten. Ja, wette ihn. Geht doch. Was kann das Ding denn? Oh, das ist ein Kopfschmuck, ne? Plus eins in Natur. Also so ein Druidenschmuck. Angriff, Fernkampf. Werfen. Ja, was auch immer, es bringt gerade nicht, leider nicht wirklich viel. Ich drück mal bei allen mal eben Level up, dass ich das nicht vergesse fürs nächste Mal. Bäm! Stufe 3. Jawolski. Gesundheit erhöht und so weiter und so weiter. Schurke, jawohl. Plus 3. Charisma um 1 erhöht. Ja, ich hoffe, ich kann da nochmal irgendwann Punkte drin verteilen. Dieb, Arcana, Betrüger. Assassin. Unterklassen. Muss ich das aktivieren erst? Entscheidung ausstehend, okay. Muss ich mir, glaube ich, im Detail nochmal anschauen. Illusion, Verzauberung. Eigentlich reicht mir ja schon fast das hier, ne?
Bonusaktion. Wir nehmen das erstmal so an. Und weiter geht's. Bäm, Stufe 3. Kampfmeister, sehr schön. Unterklassenmerkmale. Entscheidung ausstehend. Jetzt geht es los. Jetzt geht es los. Und da müssen wir uns, glaube ich, dann auch entscheiden. Doppelschlag, Riposte. Stoßangriff, Präzisionsangriff. Ja, ganz gute Sachen sind hier drin. Richtig gute Sachen. Was mich gerade am meisten interessiert, ist Sammeln. Nutze einen Überlegenheitswürfel, um einem Verbündeten 8 temporäre Trefferpunkte zu gewähren und seine Entschlossenheit zu erhöhen. Das heißt also, wenn doch da jemand gerade am Boden liegt, könnte ich sagen, hier komm, Alden, raff dich mal ein bisschen. Riposte wäre auch durchaus eine Möglichkeit. Einfach feindlich gesinnte Kreaturen, dass man quasi dann nochmal den Gegenschlag macht. Was auch natürlich sehr gut wäre, schwinge die Waffe rasch in einem weiten Bogen und greife mehrere Gegner zugleich an. Wäre natürlich auch noch was. Richtiger Roundhouse-Kick. Gegenschlag, Roundhouse-Kick, jemanden aufhelfen oder hier jemanden nochmal Schaden zufügen lassen oder sofort Schaden zufügen lassen. Da, also weil der Job ist, Schaden zu machen, gehe ich auf Schaden und nicht auf Heilen. Oh, ich kann 3 Stück nehmen. Mach keinen Mist, Alter. Ja, dann habe ich doch alle 3. Dann habe ich doch alle 3. Perfekt, annehmen. Und der Mage. Sehr gut. 2 Zauber erhalten, jawohl. Was kriegt er denn noch? Brennende Hände. Flammende Sphäre. Okay, auch hier sind es wieder mehrere Sachen, die natürlich super interessant sind. Aber was, glaube ich, am spannendsten sind, ist einmal natürlich hier zerbersten. 3 bis 24 Schaden, das haut ja richtig rein. Und ich glaube auch hier eine Wolke aus rotierenden Dolchen, 10 Züge lang. Einfach nur, wenn man da was platzieren kann, was Schaden zufügt, ist, glaube ich, nicht verkehrt. Für alles andere haben wir eben andere Leute, die das machen. Ich gehe damit mal rein. Außerdem kenne ich das noch nicht. Gucken wir uns mal an. Und natürlich noch die Klerikerin, auch Stufe 3. Jawohl. Da hat sich jetzt so nicht viel getan. Da geht es jetzt einfach weiter. Zack, Stufe 3. Und wir sind alle weiter aufgelevelt und müssen demnächst aber rasten. So, jetzt muss ich mal eben hier alles durchsuchen. Die Leute scannen, alles mitnehmen. Davon liegt ja auch noch jemand rum. Alles mitnehmen. So, und hier oben auch noch. Wobei, wir können, glaube ich, alle hoch. Na, ist hier noch was? Hier ist ein Tor. Aber hier war auch noch was. Was ist... Oh, hier ist noch eine Kiste. Okay, vielleicht gehen wir doch mal alle hoch. So. Oh, oh. Oh, ich habe es wieder angemacht. Oh mein Gott, oh mein Gott. Und dann wäre hier bestimmt das Fass noch explodiert. Ein Ölfass. Oh, das hätte hier richtig kasallert. Oha. So, was haben wir hier?
Schön alles durchforsten. Jawohl, Schlossknacken-Set. Heiltränke. Wir nehmen einfach alles mit. Nochmal für Schlossknacken. Nochmal. Nochmal ein Heiltrank. Hier gehen wir jetzt aber nochmal näher ran. Okay, it's a trap. Schwere Truhe. Kein Fallenentschärfen-Werkzeug. Okay, wir gehen alle zurück. Wir gehen alle zurück. Ich vermute, dass die Fässer in die Luft sprengen daneben. Kann ich die Fässer anschießen? Bestimmt. Ob das so eine gute Idee war? Damit ist das jetzt aber noch nicht durch, ne? Aufheben. Okay, es hat schon aufgehört. Sie hat jetzt gerade dieses riesen Wasserfass in den Taschen. Fallen lassen. Kann ich das nicht werfen? Inventory fallen lassen. Okay. Sollen wir einfach dran grapschen? Kein Fallen entschärfen. Ich vermute, irgendwann entweder explodiert hier was. Ich weiß es nicht. Ich speichere mal eben. Schloss knacken. Toi, 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 Alter. Oh, und nur eine 1. Wie schlecht. Nochmal. Fünf. Reicht auch nicht. Wie schlecht. Wie schlecht er ist. Das reicht. Ui. Da habe ich aber auch dieses Werkzeug verpulvert für jetzt. Direkt gebrochen. Jetzt explodiert's. Du brauchst Fallenentschärfungswerkzeug. Nicht dein Ernst, Alter. Das war's jetzt. Angriff. Nee, mit Nahkampf. Macht einfach keinen Schaden. Ja, schade. Nicht dazu in der Lage, das Ding zu öffnen. Was haben wir hier? Auch nochmal einen Ausgang. Wir haben jetzt hier zwei mögliche Ausgänge. Ich renne mal als Gruppe. Wir fangen mal hier vorne an.
Gehen wir mal hier so hin. Geht das? Geht. Ja, geht doch. Schade. Kiste einfach nicht aufbekommen. Das ist ja was, ey. Oh, oh, oh. Oh, Giftwolke. Ach, wait, sind wir jetzt... Jau, jetzt sind wir hier. Aber wollen wir hier hin? Yes. Weiß ich nicht. Okay, mit der Giftwolke kriegen wir hier nichts. Die Giftwolke kriegen wir zumindest nicht weg mit... Ah, wait. Oder kann ich hier ein Wasserfass hinkippen? Aber hat man auch nichts von, ne? Von der Giftwolke. Kann die Klerikerin irgendwas sehen? Gruppe auseinander. Ah, guck mal hier. Auch wieder für Fallen entschärfen. Ich muss dringend Fallen entschärfen. Sie hat eine gute Wahrnehmung, die Klerikerin. Deswegen die schön vorlaufen lassen. Man kann es auch nicht irgendwie... Oh doch, vielleicht kann ich es... Kann ich es beschießen? Nehmen wir nochmal hier den Feuerball. Nee. Ja gut, eigentlich muss ich aber auch hier nicht rein, ne? Ich war ja hier. Das ist ja für mich jetzt kein Mehrwert, hier reinzugehen. Das heißt, wir drehen einfach komplett wieder um. No time to rest. Go, go. Wir wollen hier raus. Wir wollen hier raus. Und die Sasa hier rausbringen. Und vielleicht haben wir darüber einen guten Kontakt zu den Goblins und kriegen den Oberdruiden hier eher befreit. Das wäre halt richtig nice. Habe ich jetzt gerade eine Zeitbombe in mir? Ne, ich bin überladen. Fallen lassen. Okay. Wir gehen einfach weiter. Ja, ja, ja. Nicht schlecht. So, mit der ganzen Gruppe. Gruppe. Sehr gut. Irgendwas war schon wieder. Gut frei zu sein, bla bla bla. Dankbarkeit hilft mir nicht. Erzähl uns was über diese Priesterin. Wenn er mich nicht entschädigt. Nee, das brauchen wir alles nicht. I'll introduce you to my whole tribe and put in a good word for you. Alrighty, sie rennt zum Camp. Ich würde sagen, wir rennen hinterher. Wir wollen da ja eh hin. Ach nee, was ist da los? Was ist da los? Vorne stimmt was nicht. 15 XP. Direkt speichern. Wir sind eh draußen. Guter Moment. Bewusstlos. Moinsen! You're a true soul. You can't die. Please, stay with us. I don't think he's conscious. Can you hear us, Ed? You, not a step closer.
strange symbol glows marked on their flesh. And something within you stares in response. Oh, Heilkunde Wunden heilen. Ich kann vielleicht helfen. Oh komm, toi toi. Weisheit habe ich eigentlich ganz gut. 10 Punkte. Knapp daneben. Brother, your sword. Wait. The injured man locks eyes with you. A familiar squirming churns in your head. Versucht ihn auszusperren. Der Verletzte, sein Blick. Jetzt geht's wieder los. Jetzt wollen wieder die Würmer miteinander kommunizieren über uns als Wirt. Seinen Blick standhalten. Your minds intertwine. You see his siblings, Andric and Brynna. New recruits. Yours to shepherd. Protect them. Beschütz sie. He, er ist eine wahre Seele. Edwin! Ed! Please! He's with the Absolute now. You're a true soul. Edwin, our brother, he was chosen. Like you. Do you have orders for us? We were reporting to Edwin. Na, wat, wahre Seele? Ich suche einen Druiden. I don't know any druids. What? Are you testing us? A true soul like you has been chosen by the Absolute. You speak with her voice. Your words are her command. She grants you the power to. Na, keine Ahnung, ich habe einfach nur so einen Wurm im Kopf, Ich glaube, das ist das Problem, That fellow had a tadpole in his head. Hat eine Larve im Kopf. Chosen? What madness is this? Ihr müsst euch besser in unserem Glauben bilden, Novize. We were looking for fugitives. Survivors from that ship that crashed farther west of here. But instead of them, Edwin found an oil bear. Ein Eulenbär gefunden. Ein wütenden. Ach je. The beast's claws had already done their work. I told Edwin not to look in that cave. It was filthy with oil bear tracks. Ei. Okay, was brauchen wir denn hier? Brauchen wir eigentlich irgendwas? I'm sorry, true soul. I only repeated what I thought I knew. It seems the Absolute still has a great deal to teach me. Okay. Vergesst den Eulen. Ihr lebt noch, also geht. Ihr müsst die Bestie finden und euren Bruder rächen. Das ist natürlich auch mies, die einfach in den Tod schicken. Ich habe den Abschuss überlebt. Er hat mich gefunden. You! Brenner, kill him! Okay. Die waren einfach auf dem Weg, alle zu töten, die den Abschuss überlebt haben. Upsi! Naja, dann schießen wir mal ins Bein. Hier. Yeah. Und dann springe ich direkt nochmal einen Hüpfer zur Seite. Und weiter geht's. Oh, fehlgeschlagen. Alter, mach mal nicht einen auf den hier wieder, ey.
Er kann auch hier nach oben. So. Können wir einfach nach vorne gehen? On the move. Zack. Leg dich direkt daneben. Sehr schön. Und ich mach mal nicht diesen anstürmenden Schlag jetzt hier. Das wäre, glaube ich, ein bisschen zu viel. Das war schon mal nicht schlecht. Knaufschlag kann ich jetzt immer noch machen. Oder ich schubse ihn einfach noch mal eine Runde. Hohe Verteidigung. Oh, nee. Oh, doch, ging. Und ihn auch noch da hinten in die Blumen reingekickt. Jetzt ist er festgewurzelt. Sehr cool. Zug beenden. Er ist festgekettet. Kann nichts machen. Oh mein Gott. Das war ja Trollolol, ey. Das war ja natürlich nice. Kann ich danach noch was machen? Häpp. Und drauf schießen. Geht. So. Nicht schlecht. Jetzt komm, versuchst du nochmal hier. Du mit deinem Ignis, Alter. Und dann auch noch die Ranken verbrannt. Ja, echt, ey. Siehst du, so geht das. Easy. 20 XP-se. Ausgezeichnet. Seltsame Kraft durchströmt den Leichnam. Okay. Ja, aber jetzt platzen die alle auf und da kommen da die Würmer raus, oder was? Ihre Erfahrung könnte ich nähren. Alter, was geht jetzt ab? Je mehr man dem nachgibt, desto schwieriger wird es wahrscheinlich auch, das Ding loszuwerden, ne? Das Ding wird ja stärker. Lass dich von deinem Körper leiten. Begrüße den Einfluss der Larve. Ne, Alter. Noch habe ich Weisheit. Und hoffentlich kann ich dem widerstehen. Ne, 12 ist schon mal ein Ding, ey. Das war nix. Ich glaube, ich darf noch einmal. Nein, ich darf nicht noch einmal. Du hast dich nicht mehr unter Kontrolle. Fucking Wurm. Ich habe einen Wurm in der Tasche. Gedankenschinder Parasitenexemplar. 2 Stück. Zwei Stück davon jetzt schon. Alter Falter. Okay. So, jetzt sind wir hier irgendwo in der Wildnis. Oh, hier sind die Eulenbären. Die greifen wir, da gehen wir jetzt nicht hin. Das wäre ja, wenn die da gerade so einen Dude kaputt gehauen haben. Wir können aber hier mal lang gehen. Und außerdem muss ich hier das Grünzeug einsammeln. Hier Morcheln und so brauchen wir.
Alles mitnehmen. Irgendwann müssen wir auch mit Alchemie anfangen. So. Schild aus Holzresten. Beutel. Was ist hier passiert, ey? Nett. Schild aus Holzresten, Wermut, da müssen wir jetzt nicht extra hinrennen. Wir wollen weiter in die Richtung hier. West Baldur's Gate, East Elturel. Okay. Oh. Da sind ein paar Kartoffels drin. Reisetaschen und so weiter. Alles mitnehmen. Können wir irgendwann alles loswerden. Alter, will sie sich einfach untereinander ankeifen, ne? Okay, irgendwas ist hier richtig wild abgegangen. Irgendwas war hier richtig wild. Ich glaube, ich habe gerade mein erstes... Oh, ich bin überladen. Mein erstes Fallenwerkzeug hatte ich, glaube ich, gerade. Und da war noch was Besonderes. Und da ist noch so eine Morchel. Da auch. Da auch. Ja, ich muss gleich mal gucken, dass ich, wenn er überladen ist, dass ich ein paar Sachen irgendwie, weiß ich, in der Lagerkiste schmeiße oder so. Oder einfach erstmal ein bisschen die Waffen verteile. Also einmal das und 7-mal Schloss knacken. Sehr, sehr gut. So, damit haben wir so ein bisschen das Gewicht verteilt. Und es geht direkt weiter hier. Nee, ich hab mich verklickt. Bloß nicht er, Alter, er quatscht ja ohne Ende. Oh, oh, oh. Rucksack. Toter Tiefling. Okay, wir haben richtig gut gelootet hier. Konnten einiges mitnehmen. Sehr, sehr nice. Und jetzt geht's hier rein. Hier müssen noch einige Goblins drinne sein, oder? Alter. Und sie zicken sich weiter an. Alles klar, dann gucken wir mal, wie es weitergeht. Erstmal mit dem Rumgezicke hier. Und zum anderen mit den Goblins in der City. Bis zum nächsten Mal, wenn es dir gefallen hat, Daumen da lassen, Kanal abonnieren nicht vergessen. Und dann sehen wir uns in einem der nächsten Videos oder mal im Livestream auf Twitch. Bis dahin.